Senegal ist heute nicht nur das Wetter trüb, nein, auch die Stimmung. Auch wenn Umsi seine Hände in Unschuld wäscht, wer hat denn die junge Putzfrau der Nachbarn auf einen Kaffee eingeladen? Für Uschi war diese Aktion jedenfalls ein komplettes No. Go. No. Go. No. Go. No go. Es ist nicht einfach für Uschi, mich mit anderen Frauen sprechen zu sehen. Das ist wirklich hart für sie. Warum hast du diese Frau angesehen? Warum hast du mit ihr gesprochen? Warum hast du in ihre Richtung geschaut? Das macht es manchmal kompliziert. Es ist nicht einfach. Das ist schon so lang, dass das nicht mehr vorkommen ist, ja? Dass ich gesagt habe, du warst mit irgendjemandem. Das ist echt schon lang her. Ja? Aber sowas akzeptiere ich nicht. Na, maybe you can make my hair. Ist das Umsis Gelegenheit, ihr ordentlich den Kopf zu waschen? Oder ein Versöhnungsversuch seitens Uschi? Still angry? Huh? This was only a mistake. I was thinking to do good. You need to have friends, you're telling me. And maybe this one who are coming here, maybe some days when I have a job or I'm not here, you can talk with them. Why not? Yes or no? Yeah, we will see. Yeah, but if you're doing so, you think after they are not afraid of you? Uschi is someone. Uschi hat ein sehr großes Herz. Aber sie wird sehr schnell zornig oder manchmal ist sie eifersüchtig. Sometimes jealous. No, so it's better. Ja, passt. This is cool. This is better for me. Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Not easy, not easy. Every couple life. Jedes Paar diskutiert oder streitet einmal. Mittlerweile beginnen die Dinge nach einer Aussprache besser zu werden. I think it's better to do some nice thing. I was preparing. Huh? Shocked again. But I don't like surprises, you know? Na, leicht hat das nicht, der Umsi. Aber aufgeben ist wohl auch keine Option. Ich habe überhaupt nicht gewusst, welche Überraschung er hat für mich. Er hat gesagt, er surprised für mich. Ich habe überhaupt keine Idee gehabt, was. I show you something. Und dann, wenn wir näher gekommen sind, habe ich den Tisch gesehen. Ne? Voll lieb, voll die Freude jetzt. Ne? Ho, ho, ha, ha. La, la, la. Oh mein Gott. Ja. Hat Umsi, this one's remembering me on Schneewittchen. Für mich war es ein guter Weg, um sie zu beruhigen, wegen dem, was in der Früh passiert ist. I want to make something for the woman of my life. Oh. No. Yeah. You don't know it. I was thinking. Thank you. No, 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 no. Don't cry for this. I want you to be happy, not to cry. Not to be sad, not to cry, okay? Cool? Nice? Mm-hmm. You're crying now. No, you're crying. Tears of happiness. Ah, okay. Oh. This is coming for it, from itself. Hat sie wirklich ins Zeug gelegt, ja? Darum sind wir auch vor Freude ein paar Tränchen umgepullert. Ja, das hat er super gemacht, ja. I want to make you happy. Umsi ist halt einfach doch Uschis Fels in der Brandung. In Senegal ist der Sturm der Eifersucht vorübergezogen. Mit seinem Picknick am Strand konnte Umsi bei Uschi wieder die Wogen glätten. Jetzt passt das alles. Das war echt ein arges Missverständnis. Where? Uschi! Oh, Uschi! How are you? Uschi! Yeah, cool. Uschi, you do lovely, lovely! Kuckuck! Dann wird der Muster noch dazu kommen. Kuckuck! Perfekt, ja. Kuckuck! Now, Uschi, Muster!
is nice man. Take care. You look. Yeah. You must take care of her. If you don't do it, I will. Yeah. On his back. Yeah. Why not? No. The sun is going home. I tell you. You know, the sun, the sea, and the earth. And us. Sun, sea, and earth. Yeah. Ah, that's nice. Ich meine, öder sind wir geworden, ne? Und mit dem Alter wirst du auch ein bisschen gescheiter, heißt's, ne? Und das trifft aber wirklich zu. Ich habe in Umsee eigentlich unbewusst schon verändert. Und zwar in dem Sinn, wie wir das erste Mal hier zusammengekommen sind, ja. Der war so schüchtern. Aber jetzt, der hat schon einiges von mir angenommen. Wir haben oft echt wirklich seine Garde. Ich habe sie noch nicht so gut gekannt, weil nur nach 3 Monaten, nachdem sie hierher kam, haben wir geheiratet. Und jetzt leben wir ein normales Leben, Dinge ändern sich. Jetzt verstehe ich sie besser und sie versteht mich. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass mit einem guten Job für den Umsee endlich einmal klappt. Und wenn das passt, dass er auch Geld verdient, dann wollen wir das so machen, dass wir eben alle halbes Jahr nach Wien und auch da Zeit verbringen. Und das ist halt unser Ziel. Alright! Gut! Okay. Wird aus der Amore unter Palmen auch bald eine Amore in den Alpen?